Hitradio FFH. Julias Blind Date. So Julia, dein heutiges Blind Date ist Thomas Adam. Der Thomas, der wohnt in Frankfurt, hat da 20 Jahre auf der Straße gelebt. Er war stark alkoholabhängig, der hatte vormittags schon eine Flasche Korn intus, aber der mittlerweile 60-Jährige hat den Absprung geschafft. Heute gibt der gebürtige Hamburger Führungen durch Frankfurt und zeigt die Stadt aus Sicht eines Obdachlosen. Das wird ein sehr spannendes Date und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Mit dieser Videobotschaft haben Daniel und meine Kollegen mich also an den Frankfurter Hauptbahnhof geschickt, um Thomas zu treffen. Mein nächstes Blind Date also. Der nächste spannende Hesse, den ich kennenlernen kann. Ich weiß ja nie, wie die Menschen vorher aussehen. Das ist natürlich einerseits der Sinn der ganzen Geschichte, ne? Dass das alles ohne Vorurteile ist. Aber dementsprechend ist das auch immer erstmal eine Herausforderung, mein Date überhaupt in der Menschenmenge zu entdecken. Gut, ist natürlich am Hauptbahnhof so ein bisschen das Problem, jemanden zu erkennen, der mal Obdachloser war. Ich weiß ja auch nicht, ob er noch ein bisschen so aussieht. Moin, hallo. Hi, ich bin Julia. Ich bin der Thomas, hallo. Freut mich sehr, dich kennenzulernen. Ja, das freut mich. Also die Freude ist auf beiden Seiten hier. Ich höre dich ja jeden Morgen im Radio. Aha. Jetzt stehst du mir gegenüber, also da fühle ich mich auch ein bisschen geflasht hier. Guck mal, und ich habe noch nie was von dir gehört und das wollen wir jetzt ändern. Jetzt wirst du reichlich hören. Krass, also mein erster Eindruck, ehrlich gesagt, ich habe das typische Vorurteil natürlich, dass ich gerade gesagt habe, oh Gott, hoffentlich erkenne ich ihn überhaupt. Sieht er jetzt noch aus wie ein Obdachloser? Du siehst ja auf den ersten Blick, hätte ich jetzt nicht gedacht, oh je, der Mann hat mal auf der Straße gelebt. Ich habe mal hier in Frankfurt knapp 20 Jahre als Obdachloser auf der Straße gelebt, ja. Aber seit 14 Jahren bin ich abstinent, bin clean. Und da bin ich mit ein paar Studenten irgendwann zusammengekommen und die Studenten haben so ein soziales Projekt entwickelt, wo Obdachlose, ehemalige Obdachlose Stadtführung anbieten, wo wir die Einnahmen für Obdachlosenprojekte spenden. Aber sag mal, jetzt siehst du ja noch nicht so mega alt aus, wenn ich das mal hier so unter uns sagen darf. Wenn du schon seit 14 Jahren nicht mehr auf der Straße wohnst, aber 20 Jahre auf der Straße gelebt hast, wie alt warst du da als... Ich war 29, wie ich obdachlos geworden bin. Ach komm. 29. Und darf ich fragen, wie das gekommen ist? Ich bin Alkoholiker, ich bin suchtkrank. Also und ich habe auch die Erfahrung gemacht, also damals, wie ich obdachlos war, also die Obdachlosen, mit denen ich zu tun hatte, die hatten alle ein Suchtproblem. Mhm. Ne? Und an erster Stelle steht der Alkoholiker, dann kommt der Junkie, dann kommt der Spieler, dann kommt der Tablettenabhängige, dann kommt der Messi. Also die Obdachlosen-Szene, die ich damals kennengelernt habe, das waren alles Menschen mit Suchterkrankung. Mhm. Und das hat sich wahrscheinlich aber auch langsam nach unten entwickelt, oder? Bei dir? Ja, also Alkoholsucht, das ist natürlich, also Alkoholsucht ist eine ganz gefährliche Droge, weil Alkohol, man ist nicht gleich abhängig, wenn man mal einen über den Durst trinkt, sondern Alkoholsucht ist eine schleichende Krankheit, die schleicht sich ganz langsam ein. Und das Gefährliche ist auch, der Betroffene selber, der merkt das überhaupt gar nicht. Ne, weil ich konnte irgendwann ohne Alkohol überhaupt gar nicht mehr funktionieren. Und das Paradoxe bei Alkohol ist ja, er lässt dich eine Zeit lang funktionieren und dann irgendwann lässt er dich nicht mehr funktionieren und du selber merkst es nicht. Das ist das Problem. Und hast du es auch nicht selber gemerkt, sondern haben dich andere darauf hingewiesen? Ja, selbstverständlich. Oder? Also damals, wie ich noch verheiratet war und gearbeitet habe und so, da ist natürlich mein Chef öfter auf mich zugekommen und hat gesagt, hier mit deiner Sauferei stimmt was nicht. Du hast nur gearbeitet? Ich habe als Bauschlosser gearbeitet. Mhm. Ich bin gelernter Bauschlosser. Und ich war dann durch meine Sauferei unpünktlich, nicht mehr zuverlässig, habe meine Jobs nicht mehr vernünftig gemacht, war den Kunden gegenüber nicht gerade freundlich. Ne? Verheiratet war ich auch. Ich habe in meiner Ehe nicht mehr funktioniert. Mhm. Ne? Ich bin den ehelichen Pflichten nicht mehr nachgekommen, wie man so schön sagt. Ne? Verstehe. Und irgendwann haben alle die Schnauze von mir voll gehabt. Und dann erst hat mein Chef mich rausgeschmissen. Das ist auch so das typische, ich sag mal so, das typische Bild eines Alkoholikers. Erst verlierst du die Arbeit, dann haut die Frau ab und dann verlierst du deine Freunde und dann ist alles weg. Aber es ist ja trotzdem noch ein Schritt zwischen Alkoholsucht und auf der Straße leben, oder? Wie kam das dann? Ja, ich habe mich um nichts mehr gekümmert. Also Obdachlosigkeit, sag ich mal so,
Du wirst nicht von heute auf morgen obdachlos. Also Obdachlosigkeit kündigt sich vorher an. Das fängt schon an, indem du deine Arbeit verlierst. Ja. Dann bezahlst du deine Miete nicht mehr, weil man die Kohle alles versäuft. Ne? Und dann kriegst du die ersten Mahnschreiben, dass du die Miete bezahlen musst. Ja. Ne? Ich habe alles ignoriert, weil ich habe mein Geld auch alles für Alkohol gebraucht. Dann habe ich meine Wohnung verloren. Mhm. Dann habe ich erst noch ein Stück weit so meinen Bekannten- und Freundeskreis abgewohnt. Ich nenne das einfach mal so. Mal bei denen eine Woche, mal bei denen eine Woche. Ne? Und die sind den ganzen Tag arbeiten gegangen. Ich habe den ganzen Tag bei denen in der Wohnung rumgelungert und gesoffen. Und wenn ich keine Kohle mehr hatte, dann habe ich meine Freunde und meine Bekannten auch alle beklaut. Ne? Boah. Und irgendwann hat sich das natürlich rumgesprochen. Ja. Irgendwann hat mich keiner mehr aufgenommen. Ne? Ja, und dann war ich obdachlos. Über wie viel Kohle sprechen wir da, die du in den Alkohol investiert hast? Ja, Alkohol ist ja eine Droge, die man legal kaufen kann. Und ich habe, wenn ich Alkohol gesoffen habe, war mir auch egal, was das ist. Also ich habe natürlich den billigsten Fusel gekauft. Ne? Also eine billige Flasche Schnaps hat damals gekostet 3,49 Mark. Ne? Und wenn ich so meine ein, zwei Flaschen am Tag, also ich habe so als Obdachlose habe ich so, also 15 Mark am Tag gebraucht. Ne? Mhm. 10 Mark für Saufen, 5 Mark für Tabak. Ne? Essen ist, also um Essen geht es. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wie ich obdachlos war. Es geht nicht um Essen. Mhm. Es geht immer um Geld, weil jeder will Geld, weil er ja seine Sucht befriedigen muss. Ne? Weil Essen ist für Obdachlose eigentlich, wird für Obdachlose gutes Essen und auch, also damals jedenfalls auch reichlich angeboten. Nur das Essen wird den Obdachlosen nicht gebracht, er muss sich das holen. Mhm. Und die Leute auf der Straße, die versorgen dich auch mit Essen. Ja. Jetzt wohne ich ja auch in der Frankfurter Innenstadt, ne? Und sehe natürlich oft Obdachlose irgendwo, wenn es jetzt kalt ist, an der Straße liegen und denke so, mein Gott, ich gehe jetzt in meine aufgeheizte, warme Wohnung, habe da alles, was ich brauche und ihr bleibt einfach auf der Straße liegen. Wie war das damals, einfach auf der Straße zu leben? Ja, man muss ja nicht unbedingt auf der Straße leben. Also man kann ja als Obdachloser, kann man ja in eine Noteinrichtung gehen. Hast du das gemacht? Habe ich anfangs gemacht, ne? Also in meinem Fall war das ein Männerwohnheim gewesen. Mhm. Ne, aber wenn du heute deine Wohnung verlierst und du gehst in ein Männerwohnheim, dann heißt das ja nicht, jetzt gehst du in ein Männerwohnheim und jetzt hast du da ein Bett und einen Tisch und einen Stuhl und kannst den ganzen Tag machen, was du willst. Also so läuft das nicht. Männerwohnheime sind teuer, die kosten den Steuerzahler viel Geld. Und wenn du in einem Männerwohnheim wohnst, dann hast du natürlich auch Mitwirkungspflichten. Das heißt, du musst dich mitarbeiten, um aus deiner Not wieder rauszukommen. Ja, hast du da überhaupt Bock drauf? Nee, meine Sucht hat mich ja völlig ausgebremst. Ich hatte ja auf nichts Bock. Und vor allen Dingen habe ich damals immer gedacht, für mich waren alle Leute damals, ich wusste damals auch alles besser und ich habe immer gedacht, ach, was wollen die alle von mir? Ne? Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, es gibt ja Obdachlose und es gibt Wohnsitzlose. Mhm. Ne? Die werden ja meistens werden die in eine Tonne getreten. Es sind aber 2 Tonnen. Ne? Weil wenn ich heute meine Wohnung verliere, dann muss mir auf jeden Fall, hier in Deutschland ist das so, wird mir auf jeden Fall eine Notunterkunft angeboten. Mhm. Und wenn ich jetzt in eine Notunterkunft gehe, dann bin ich wohnsitzlos, aber nicht obdachlos, weil ich bleibe ja auch am System angeschlossen. Ja. Ich habe also Zugriff auf Sozialhilfe, auf Jobcenter, ich bin krankenversichert, alles. Wenn ich jetzt obdachlos bin und mich im Männerwohnheim aus damaliger Sicht, sage ich jetzt mal so, ich wollte mich nicht triezen lassen, ich wollte mich nicht scheuchen lassen. Ne? Und wenn ich dann in kein Männerwohnheim gehe, dann habe ich mich selber vom System abgeschnitten. Das heißt, dann bin ich obdachlos. Keine Behörde weiß, wo ich bin, wer ich bin, wo ich bin. Und dann habe ich auch keinen Zugriff mehr. Also ich habe mich als Obdachloser, schneide ich mich selber vom System ab. Aber wo hast du dann gelebt? Ich habe hier in der Innenstadt, also damals, wo das alte Technische Rathaus war, das war meine Platte. Da habe ich Platte gemacht und ja, also aus damaliger Sicht, sage ich mal so, habe ich mich auf meiner Platte auch ganz wohl gefühlt. Ne, weil also der obdachlose Alkoholiker ist das letzte Glied in unserer gesellschaftlichen Kette. Ne? Also wenn ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren bin, dann habe ich immer einen Viererplatz alleine gehabt. Ne? Ja. Und die Gesellschaft, die zeigt dir das auch. Die sagt nichts zu dir, aber sie zeigt die dir. Die Blicke und alles. Genau. Ne? Dass sie mit dir nichts zu tun haben wollen. Aber hast du da nicht das Bedürfnis, ich will da raus, mich irgendwie rauskämpfen? Ja, aber erst 2006.
2006. Also 20 Jahre später. Ja, 20 Jahre später. Und ich wollte einfach nicht mehr das letzte Glied in unserer gesellschaftlichen Kette sein. Also ich sag mal so, meine Sucht, meine Alkoholkrankheit, sag ich mal so, hat mir alles genommen. Freunde, Familie, alles. Das Einzige, was mir die Sucht nicht genommen hat, ist mein Schamgefühl. Und das Schamgefühl hat mir letztendlich dabei geholfen, da rauszukommen. Aber es ist ein langer, weiter Weg, da rauszukommen. Aber ich muss auch dazu sagen, unser System funktioniert gut. Also unser System kennt sich mit Leuten, so wie ich einer war, aus. Und ich habe von unserem System auch ganz, ganz tolle Hilfe bekommen, um den Sprung daraus zu schaffen. Also man wird nicht alleine gelassen. Also, aber hast du noch irgendwen? Freunde von damals, Familie jetzt? Das waren ja alles keine Freunde damals. Ne? Heute habe ich natürlich mir einen ganz neuen Bekanntenkreis aufgebaut. Und also ich habe heute Bekannte, wenn ich denen erzähle, dass ich mal obdachlos war, dann sagen die, du, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, das konnte ich mir auch nicht vorstellen, dass ich dich hier gesehen habe. So pingelig, wie du bist und immer sauber wenn man dich besuchen kommt, fährst du gleich mit dem Staubsauger hinter einem her. Ne, also das ist, ne, aber damals der Thomas Adam, der auf der Straße gelebt hat, ich sag das mal so, der sieht mir heute nur noch ein bisschen ähnlich, den gibt's nicht mehr. Thomas hat mich so beeindruckt, ganz toller Humor, super sympathischer Kerl und all das, obwohl er natürlich eine ganz krasse Vergangenheit hat, obwohl er so nah dran war am Aufgeben. Die Führungen des gebürtigen Hamburgers gehen vorbei am Eisernen Steg, am Römer, auf der Zeil entlang, durchs Bahnhofsviertel, eben an den Orten, an denen er früher gebettelt und auch gelebt hat. Und ich durfte einen Teil der Führung mitmachen. Jetzt sind wir hier in deiner Hut ein bisschen gelaufen. Wo stehen wir hier jetzt? Wir stehen jetzt hier beim Pornokino in der Kaiserstraße. Und damals, wie ich obdachlos war, war das Pornokino für mich als Obdachloser ganz interessant gewesen. Ja, aber nicht die Filme. Also nicht, ach so. Nicht die Filme. Also da muss ich dir ganz ehrlich eins sagen. Also wie ich obdachlos war, die Libido, also die bleibt da ganz schön auf der Strecke. Ja, das hast andere Dinge im Kopf gehabt. Ne, also wenn damals die Dolly Buster zu mir gekommen wäre und hätte gesagt, hier, ich will dir mal meine Briefmarkensammlung zeigen, ne, dann hätte ich gesagt, guck dir deine Briefmarken selber an. Ja. Gib mir lieber einen Heiermann, dass ich mir was zu saufen holen kann. Krass. Ne, aber hier im Pornokino konnte man damals eine Tageskarte kaufen. Das hat nonstop damals aufgehabt, 24 Stunden am Tag. Die Tageskarte hat 5 Mark gekostet. Zu der Tageskarte gab es auch noch eine Flasche Bier. Ach cool. Ne? Und wenn ich mal ein bisschen frisch war, ein bisschen Kohle hatte, habe ich mir eine Tageskarte gekauft. Und wenn ich mich hier im Bahnhofsmilieu aufgehalten habe und ein bisschen müde, ein bisschen kaputt war, ich hatte ja eine Tageskarte, bin ich ins Pornokino gegangen und habe mich ein bisschen ausgeruht. Ach komm. Ne? Ja gut, war warm, hat's ein Dach über dem Kopf, konntest du hinlegen, ne? Ja, im Sitzen. Ne? Ach so. Ne? Also, ich war noch nie in einem Pornokino. Ja, das sagen alle. Ne? Und deswegen war das Pornokino für mich natürlich damals interessant gewesen. Aber mein Kerngeschäft war natürlich Schnorren. Ja, ne? Also Schmale machen. Ne? Was heißt das? Ja, Schmale machen heißt, also ich habe mich damals, wie ich obdachlos war, habe ich mich jetzt nicht mit dem Hut irgendwo in der Ecke hingesetzt und habe ein Schild geschrieben, ich habe Hunger. Also das habe ich nicht gemacht. Sondern ich habe Schmale gemacht, ich bin auf die Leute zugegangen, ich habe immer gesagt, hallo, ich bin Thomas, ich bin obdachlos, ich bin Alkoholiker, erstmal eine Mark für mich. Okay. Ne? Das war aber jetzt nicht mein Spruch, sondern das war damals der übliche Spruch. Ja. Ich habe das damals bei anderen Obdachlosen abgeguckt. Und hast du auch mal Stichwort Clown irgendwie? Ja, also ich war als Obdachloser war ich natürlich auch kriminell gewesen, weil Sucht ist eine anerkannte Krankheit und zu dem Suchtbild zu dem Krankheitsbild eines Suchtkranken gehört Obdachlosigkeit dazu und Kriminalität gehört auch dazu. Ja. Ne, das ist natürlich jetzt kein Freibrief, dass ich dir jetzt das Portemonnaie klaue und sage, huhu, ich bin obdachlos, du kannst nicht, ich bin suchtkrank, du kannst nichts machen. Ne, aber wenn man aufhört mit seiner Sauferei und aus der Obdachlosigkeit raus will, und unsere Justiz das erkennt, dass, also bei mir hat man das erkannt, dass ich das auch ernst meint und ehrlich meint und wirklich aufhören will, dann ist unsere Justiz auch bereit, dafür zu sorgen, dass du ein sauberes Führungszeugnis hast. Weil man will hier keine Steine in den Weg legen. Was war denn der Punkt, wo du gesagt hast, ich will jetzt was ändern?
Gab es da einen Auslöser? Ja, der Auslöser war, ich wollte einfach nicht mehr das letzte Glied in unserer gesellschaftlichen Kette sein. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Weil du warst es 20 Jahre lang, bist du an einem Morgen aufgewacht und hast gesagt, so, jetzt nicht mehr. Oder wie? So ungefähr. Ach, also ich habe im Vorfeld habe ich natürlich auch schon mal ein paar Therapien gemacht. Ja. Ne, aber diese Therapien, die habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich aufhören wollte zu saufen, sondern es gibt so ein Gesetz, Therapie statt Strafe. Ne, und wenn ich in den Knast sollte und habe vorher signalisiert, dass ich eine Therapie mache, dann musste ich natürlich nicht in den Knast. Mhm. Ne, also ich hab damals die Therapie nicht gemacht, um aufzuhören, sondern um mich sauber zu waschen. Okay. Das sage ich ganz ehrlich. Aber 2006 kam der große Knack. Ich wollte einfach nicht mehr. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Das ist ähnlich gewesen, als wenn mir einer mit der flachen Hand gegen den Kopf gehauen hat und so auf die Art, jetzt wach endlich mal auf. In welchem Zustand warst du da? Schlecht. Ich war also gesundheitlich in einer schlechten Verfassung. Psychisch war ich völlig am Ende. Also mir ging es richtig scheiße, ging es mir. Aber ich wusste, wo ich mir Hilfe holen kann, wo ich Hilfe kriege. Und das habe ich dann auch gemacht. Und man hat mich mit offenen Armen aufgenommen. Aber krass, ich stelle mir diesen Weg da raus so unfassbar hart vor. Der ist auch schwer, weil die ganzen Jahre, wo ich auf der Straße gelebt habe, die Zeit ist für mich stehen geblieben. Mhm. Also ich hätte mich damals mit dir gar nicht unterhalten können, weil meine Aussprache und so diese Zauberwörter, die existieren auf der Straße nicht. Ne, zum Beispiel danke, bitte, darf ich mal und so. Also das kommt sehr selten auf der Straße vor. Und nach so langer Zeit, wie ich obdachlos war, musste ich natürlich erstmal das gesellschaftliche Leben, wie unsere Gesellschaft tickt und funktioniert, das musste ich ja erstmal wieder lernen. Da musste ich erstmal rangeführt werden wieder. Ne? Und dann ist das schlimmste Problem, also Suchtkranke haben in der Regel alle das gleiche Problem. Suchtkranke mögen sich alle selber nicht. Und wer sich selber nicht mag, der kann das auch nicht zulassen, dass andere ihn mögen. Und das muss man erstmal auf die Reihe kriegen. Man muss sich selber so akzeptieren, wie man ist. Und dann kann man das auch akzeptieren, dass andere einen mögen, seinetwegen. Mhm. Das dauert, also bei mir hat es Jahre gedauert. Ja. Ne? Also wenn man aufhören will, sag ich mal so, man muss einsichtig sein. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, durchhalten, aushalten. Ja. Bis man sich daran gewöhnt hat. Also, ne, also heute fühle ich mich so, wie ich das damals mit dem Alkohol erreichen wollte. Also ich brauche ihn heute nicht mehr und ich will ihn auch nicht mehr. Jetzt sind wir hier im Bahnhofsviertel unterwegs, wo ja leider an jeder Ecke eigentlich ein Obdachloser nicht mehr liegt. Damals, heute nicht mehr. Trotzdem hast du ja dann was geschafft, was ganz viele andere hier nicht schaffen, vielleicht auch nicht schaffen wollen, ne? Nicht schaffen wollen. Also ich sag mal ganz ehrlich, nicht schaffen wollen, weil wenn man das will, dann kann man es schaffen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass unser System, unsere Gesellschaft sind auf meiner Seite gewesen, wie ich aufgehört habe. Und ich bin von allen Seiten unterstützt worden. Ich musste erstmal wohnen, wieder neu lernen. Ne? Also, du kannst einem Obdachlosen nicht helfen, der lange obdachlos war. Und du sagst, jetzt gebe ich dir eine Wohnung, jetzt gebe ich dir Arbeit. Damit kannst du einem Obdachlosen nicht helfen. Damit zerstörst du ihn eher. Weil erstmal muss er sich selber finden und dann muss er wohnen und zu funktionieren. Das muss er erstmal wieder neu lernen. Und das hat bei mir viele Jahre gedauert. Aber jetzt bist du Stadtführer und man kann bei dir eine Tour buchen. Jetzt kann man bei mir eine Tour buchen, ja, aus der Sicht eines Obdachlosen. Und die Einnahmen spenden wir auch noch. Das ist für mich also unwahrscheinlich klasse. Also das, was wir hier machen, das ist ein soziales Projekt. Ja. Das haben Studenten von der Goethe-Uni entwickelt. Und das gibt da einen Verein, der nennt sich Enactus. Und dieser Verein hat sich das zur Aufgabe gemacht, soziale Projekte zu entwickeln, die einen sozialen Nutzen haben und sich auch selber tragen. Und da gibt es ein paar pfiffige Studenten von der Goethe-Uni, die haben sich gedacht, wir machen eine Führung mit den Obdachlosen. Die wollten aber eine Führung machen mit jemandem, der noch obdachlos ist. Ja. Die wollten den Obdachlosen die Möglichkeit geben, dass er sich ein paar Mark verdient und er sollte aber auch spenden. Ne? Und die Studenten haben 2 Jahre gesucht, die konnten keinen finden. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn man so lange, das funktioniert nicht. Ne? Man muss ansprechbar sein, man muss erreichbar sein. Und wenn du obdachlos bist, geht das nicht. Ne? Und ich hatte auf dem Weg in die Abstinenz,
habe ich viel mit der Caritas zu tun gehabt. Die Studenten haben bei der Caritas angerufen. Und so, man hat sich an mich erinnert. Und so bin ich dann mit den Studenten zusammengekommen. Und dann haben wir das Projekt nur umgeändert mit den ehemaligen Obdachlosen. Was erlebt man denn mit dir, wenn man hier so unterwegs ist? Mir ist das vor allen Dingen ganz wichtig, bei meinen Führungen den Leuten erstmal klar zu machen, warum. Und dass die Obdachlosen in der Regel krank sind. Und dann erzähle ich den Leuten, was ich erlebt habe, wie ich zu Geld gekommen bin, wie man mit mir umgegangen ist. Und dann ist mir das auch wichtig zu erzählen, wie ich es geschafft habe, da rauszukommen. Und eine Tour dauert bei mir im Schnitt 2 Stunden. Krass. Also ich dürfte nie beim Fernsehen anfangen. Ich überziehe immer. Ja. Ja, krass, aber sicherlich sehr lehrreich. Also ich habe vorhin schon gedacht, ich habe, wenn ich an einem Obdachlosen vorbeilaufe, in ganz, ganz vielen Fällen Mitleid und denke so, mein Gott, ich frage mich, wie ist dieser Mensch da reingekommen? Was sind vielleicht die Gründe? Und klar, eine der wenigen, die das fragt. Frage ich mich wirklich und denke mir, was würde dem jetzt helfen? Hilft dem, dass ich ihm 1 Euro gebe? Hilft es dem, dass ich ihm eine Butterbrezel kaufe? Jetzt du mit deiner Erfahrung, kann ich da überhaupt was tun oder willst du eigentlich in der Situation von gar niemandem was wissen? Mir wird oft die Frage gestellt, soll ich einem Obdachlosen Geld geben oder soll ich einem Obdachlosen lieber was zu essen kaufen? Ne? Also erstmal gibt's da kein richtig und kein falsch. Ja. Ne? Wenn du einem Obdachlosen nichts gibst, verhältst du dich richtig und wenn du ihm was gibst, verhältst du dich auch richtig. Aber wenn heute jemand bereit ist, einem Obdachlosen was zu geben, dann würde ich es gut finden, wenn er ihm Geld gibt. Mhm. Weil auch ein Obdachloser hat Bedürfnisse, die er nur mit Geld erledigen kann. Ja. Ne? Sei es Haare, Friseur oder mal oder was essen, was er will. Ja. Ne? Und vor allen Dingen kommt das auch auf den Moment an. Ne? Also als Obdachloser hast du ganz wenig schöne Momente. Ne? Und wenn dir einer mal einen 10er gibt oder einen 5er, ne, dann ist das ein richtig geiler Moment. Mhm. Und warum ein Obdachloser muss auch mal einen schönen Moment haben. Jetzt wohne ich seit über 10 Jahren in Frankfurt, aber durch Thomas habe ich diese Stadt noch mal ganz anders kennengelernt. Es gibt zum Beispiel gute und es gibt schlechte Bettelplätze. Also in der Innenstadt sind es die Bioläden, die gute Bettelplätze sind, komischerweise. Ja. Und hier im Bahnhofsmilieu sind gute Bettelplätze die Puffs. Ne, aber nicht die, wo reingehen, sondern die, wo mit einem breiten Grinsen rauskommen. Ne. Da habe ich immer gerufen, ey, jetzt hast du so schön da drin abgeladen, habe ich dann gesagt, ne, da hast du doch bestimmt für mich auch mal einen Markt. Ja. Ne. Und auch die Mädchen, die da drin arbeiten oder so, ne, die haben auch, die gucken, also hier im Bahnhofsmilieu, sage ich mal so, ist der Obdachlose nicht so der Aussätzige wie in der Innenstadt. Hier wird er nicht so diskriminiert. Mhm. Ich will nicht sagen, dass er unbedingt dazugehört, aber es wird ganz anders hier mit den Obdachlosen umgegangen. Aber ich finde es so spannend, was du vorhin erzählt hast, dass ich natürlich das schon, wenn du jetzt guckst, vor 35 Jahren bist du da reingerutscht, was sich so verändert hat. Stichwort Parkbänke, ne? Das ist ja so unser einem gar nicht bewusst. Naja, also die Obdachlosenfeindlichkeit, gerade hier im Bahnhofsmilieu, wird natürlich immer größer. Mhm. Ne? Also man merkt das in erster Linie daran. Wenn neue Bänke aufgestellt werden, werden runde Bänke aufgestellt, weil auf eine runden Bank kannst du dich als Obdachloser nicht hinlegen. Ne, dann die Wartehäuschen zum Beispiel. Bussen und so. Die Sitzdinger sind genau alle unterteilt. Man kann sich da auch nicht mehr hinlegen. Ne, und im Bahnhof drin habe ich immer gerne Kippen gestochen. Ne, jetzt darfst du im Bahnhof nicht mehr rauchen. Ja. Und die Aschenbecher, damals waren Sandaschenbecher. Ja, da haben so lange Hirsche drin gesteckt. Heute ist da Wasser drin. Heute ist der Bahnhof für den Obdachlosen uninteressant. Damals war der Bahnhof für den Obdachlosen hochinteressant. Alleine auch schon durch die Bahnhofsmission. Weil damals gab es noch nicht so viele Einrichtungen. Und die Bahnhofsmission, die hat sich damals uns Obdachlosen angenommen. Die hat uns sehr gut unterstützt. Da haben wir was zu essen gekriegt. Wir konnten uns da aufwärmen. Ne? Also wir Obdachlose haben damals die Bahnhofsmission völlig verstopft. Ja. Der normale Reisende hat sich gar nicht reingetraut. Ja. Ne? Zum Beispiel eine Frau, die sich mal die ihr Kind wickeln will oder oder Behinderte, die Hilfe beim Umsteigen brauchen und so. Ne? Das hat man heute alles geändert. Ne? Heute gibt es hier in Bahnhofsviertel eine Tagesstätte für Obdachlose. Ne? Und wenn ich heute zur Bahnhofsmission hingehe und dann jagen die mich nicht weg, dann werde ich wohl noch einen Kaffee kriegen, aber dann werden die mir auch nahelegen, da und da gibt es eine Einrichtung, da bist du willkommen.
Thomas, das war ein ganz, ganz tolles Blind Date. Dankeschön, dass ich dich kennenlernen durfte, dass wir dich kennenlernen durften. Ich bedanke mich auch. Und wir sehen uns bei einer Führung von dir. Da würde ich mich sehr freuen, ja, wenn du mal mitkommst. Ein ganz, ganz beeindruckender Mann, ein tolles Blind Date, das ich da hatte. Und ich finde es ganz großartig, dass Thomas es geschafft hat, den Absprung raus aus seiner schlimmen Situation. Und ja, das finde ich echt beeindruckend.